Ja, halli und hallöchen, meine lieben Freunde. Damit darf ich jetzt die neue Folge von Let's Play Rayman Legends begrüßen. Wenn man sehen kann, habe ich die Kamera jetzt, soweit ich weiß, unten rechts gelegt, da mir aufgefallen ist, dass wenn ich die unten links hatte, also die Facecam, war das immer ziemlich blöd wegen dem, also Rayman läuft ja so gesehen von links nach rechts und wenn dann hier unten die Facecam war, hat man den nicht immer ganz gesehen. Und falls die Folge heute später kommt, ich bin aber noch sicher, muss ich mich entschuldigen, denn wir haben gerade 10 vor 1, wo ich das aufnehme. Weil bei meinen Legends gestern heute den ganzen Tag nicht funktioniert und in der neuen Installation geht es endlich wieder. Was da war, ich habe keine Ahnung. Aber Hauptsache, jetzt geht es wieder und ja, dann würde ich sagen, gehen wir doch gleich mal zum nächsten Boss. Und wie gesagt, wenn es ein bisschen später kommt, wenn es vielleicht 6, 7 ist, dann tut es mir leid, dann ging es einfach nicht früher. Trotzdem danke, dass ihr die Folge guckt und dann würde ich sagen, let's go to the next boss und mal gucken, wie es läuft. Ich mach die Kamera besser. Der Fluch, Flug der Kröte. Fliegende Kröten? Was ist denn das schon wieder? Geht doch kaputt. Yay! Oh, jetzt speien die schon Feuer, die sind ja richtig gruselig. Achso, ich kann überfliegen. Ah, und du kommst frei. Yeah. Ein freier Kleinling, das bringt mein. Erfüllt mein Herz mit Freude. Nein! Warte mal. Hätte ich auch gerne alle Lums. Gott, ich muss nachher mal leise für mich machen. Für mich ist gerade sehr laut. Vor euch wird es gehen. Ja, jetzt komm. Ich glaube mal kurz hier leise drehen. Na! Also hier ist es schon fast zu, obwohl jetzt höre ich mich mal selbst reden. Soll ich jetzt sonst so gut wie nie? Weil ich kann mich selbst nicht ertragen, das müsste ja ihr immer schon ertragen. Glaubt ihr etwa, ich will das ertragen? Geil. Halt! Und den Rest noch einsammeln, super. So. Ach, ich kann das Feuer auch zerstören. Ich muss mich irgendwie noch daran gewöhnen, dass wenn ich die, wenn ich schlage, dass der dann irgendwie... So gesehen, in der Luft gefriest ist. Ich hab gerade gedacht, ich falle runter, aber ich habe gewusst, dass hier ein Help mir ist. Ich habe dir gewusst. Und es sieht gefährlich aus. Ich muss ausweichen. Ich habe nur ein Herz verloren, mehr nicht. Also von dem her war es ein Winning. Winning! Hey! Oh, danke. Fliegst du mal? Das springt hier erst noch 20 Jahre. Ach so, die haben so einen Flammenwerfer oder was? Ah ja. Nein! Aber du kommst frei. Bumm. Bitteschön. Habe ich alle? Oh, mir fehlt einer, den finden wir aber. Einfach ruhig sein und konzentrieren. Dann hört man auch das Help Me. Aber wie gesagt, ich würde dran, dass der hier oben irgendwo ist. Nicht. Hier weiter unten. Nö. Ich guck gerade noch mal ein bisschen zurück und wenn ich ihn nicht finde, dann gehen wir doch weiter. Hier unten. Da war er, dass wir den übersehen haben. Naja. Jetzt haben wir ihn ja und daher bin ich sehr glücklich, dass wir das getan haben, dass wir ihn dann doch noch frei befreien konnten und dann let's go weiter. Da, 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 da. Ich muss nur gucken, dass die Folge jetzt nicht auch noch zu lang wird. Dann dauert das Rennen wieder länger und wegen der Facecam hier ist ja die Rennerzeit beim letzten sowieso ein bisschen länger als die der anderen Projekte. Kommt einfach, wie gesagt, auch von der Facecam und dass dann halt insgesamt 3 Spuren übereinander liegen. Das ist dann wohl jedoch weg. Okay, vorsichtig und du wirst frei gemacht. Ich vergesse immer, dass ich das Feuer wegmachen kann. Irgendwie bin ich damit voll panisch. Er pupst sich nach oben. Nein! Oh, das war jetzt aber knapp, ey. Schiebert? Nee. Und nur aufpassen, dass wir nicht alles verlieren. Oh, da komme ich ja locker durch. Achso, das schiebt mich immer wieder nach oben, okay. Verstanden, tja. Ich wäre jetzt ja gerade nur fast gestorben, ne? War jetzt gerade nicht schlimm oder so, nein, nein.
Ham. Halt, stopp und das Feuerwerk hier. Weiter runter und jetzt machen wir den hier fertig. Dann gehen wir noch ein bisschen weiter runter, aber vorsichtig. Ich finde es geil, wenn man schlecht in der Luft stehen bleibt. Finde ich echt cool gemacht. Da gibt es einen Like von mir. Like doch meine Facebook-Seite. Ja, natürlich gibt es. Warum renne ich da eigentlich nicht durch? Ich habe voll das Rennen vergessen, weil ich da unten rumfliege. Ach, geht's hier gar nicht weiter? Und ich glaube, ein bisschen konzentrierter, weil wir die alle treffen. Oh! Und wir haben bis jetzt die beide Kleinlinge nur wegen dem Herz bekommen. Gott sei Dank ist das da, ey. Gott sei Dank haben wir das. Danke. Und dort, dass wir die kleinen Ringe bekommen. Na, überschlagen hier meine Worte. Dort, dass wir die Kleinlinge, dadurch, dass wir die Kleinlinge retten, bekommen wir auch automatisch ein neues Herz. Hä, wo muss ich denn jetzt hin? Hier oben. Oh, nach oben. Jetzt eher da oben den Geheimgang hingemacht, weil unten ist für mich irgendwie gängiger. Gut, ich weiß es auch nicht, ne? Das war jetzt gerade überhaupt nicht knapp. Nein, nein, ich hatte auch überhaupt keine. Okay, die können aber auch Feuer spucken, ne? Ist verschieden. Der arme Kleinling, lässt du ihn frei. Was fällt dir ein? Ja, ja, es scheint, dass wir alle kriegen. Das freut mich dann aber auf jeden Fall. Aber gibt's hier nicht noch den Boss? Ah, ich glaube, jetzt weiß ich, wie die Attacke geht. Kann das sein? Egal. Jetzt da hoch. Los. Nach oben. Jawoll. Irgendwie läuft das halt ein bisschen langsam. Kann das? Knappheit. Naja, läuft trotzdem flüssig genug. Ach, hier ist gar nichts. Warum gehe ich dann da runter? Ich gehe ins ewige Nichts. Dam, da, da. So, was ist hier? Oh ja, hallo, los, ersammeln. Irgendwie fliegen die Lums immer weiter weg. Ob wir die noch kriegen, ich bin ja skeptisch. Ah, ein bisschen tiefer. Noch weiter tiefer. Ah, da. Da hinten fliegen auch noch die Lums rum. Denn kam gerade Feuer her. Das heißt, da müssen. Knapp. Aber ich finde es, wenn ich ehrlich bin, sogar ein bisschen doof, dass sie das Feuer kaputt machen können, weil irgendwie vereinfacht das alles. Finde ich. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber. Oh fuck, jetzt haben wir ein paar Lungs verpasst. Ich finde schon, dass das alles ein bisschen vereinfacht. Ist hier schon das Ende? Okay, dann suchen wir den einen letzten noch. Weil wenn ich schon nicht 600 Lums kriege, will ich wenigstens alle Kleinlinge. Wahrscheinlich wieder an so einem voll leichten Ort. Aber wir schaffen natürlich, den zu übersehen. Ja, wir, ihr habt da auch Schuld dran. Weil ihr hättet mich ja wohl darauf aufmerksam machen können, oder? Könnt ihr auch mal was leisten, ja? Ah, ich höre ihn schon. Da ist schon nämlich. Ja, ja. Irgendwie ist das voll blöd, wenn warte mal, ich mache das Mikro ein bisschen näher. Wenn die Musik aus ist, ist das Level irgendwie voll doof. Ui. Ja, nur spannend. Hallo? Wie geht's? Nein. So, und dann beenden wir das Level hier mal. Yeah. Haben alle kleinen Linken leider ein bisschen zu wenig Lumps, aber wir kriegen das glückslos. Und das hat was zu heißen. Ui, 150, 300. 50. Ja, los, weiter. Komm, ich habe nicht ewig Zeit. Ich habe genau zu sein noch 5 Minuten Zeit. Ist das jetzt Boss-Level, das jetzt kommt? Ich bin mir nicht ganz sicher. Alter, wie viele Kleinlinge wir gerettet haben. Ja, genau, Genialitätsstufe 4. Feinde aus einer anderen Welt haben sich bemerkt heimgesucht. Dadurch ist ein neues Gemälde entstanden, in dem du neue Kleine retten musst. Wenn du Kleine rettest, werden neue heimgesucht Gemälde erscheinen. Okay, da müssen wir jetzt gerade mal hin.
Das sind die Quicktime-Events, von denen ich die auch schon mal im Trailer gesehen habt. Ich würde sagen, die können wir jetzt gerade nochmal testen, dann ist die Folge auch schon vorbei. Ich hoffe nur, dass ich das ungefähr 5 Minuten schaffe. Hab ich ein Quicktime-Level, das heißt, da hast du nicht viel Zeit, ne? Ja, eine Sekunde. Okay, die Musik ist natürlich schon hektisch und ich muss mich auch sommerlich beeilen. Am besten überhaupt gar keine Zeit verlieren. Und auch aufpassen, dass man nicht stirbt. Oh mein Gott, da wird knapp. Obwohl ich weiß auch gar nicht, wie lang das Level sein wird. Ja, kann ich das gar nicht so sagen. Aber die Musik finde ich so geil. Wie gesagt, der Soundtrack von dem Game ist einfach nur... Oh fuck, hier war ja gar nichts. Scheiße, dürfen wir nochmal von neu anfangen. Er kann eine Weile dauern. Bam. Am besten so wenig wie möglich fliegen, weil das Springen geht am besten. Das war jetzt gut. Ja, schon geflogen. Seht ihr, wenn ich jetzt gesprungen wäre, hätte, wäre, sollte, könnte, müsste, wäre ich schon viel weiter. Und kriegt man hier eigentlich Looms? Warte mal, in 40 Sekunden haben wir den ersten. Dann kriegen wir alle. Ob wir das schaffen? Wo ist die hier nicht schon das Ziel? Kann das? Geh doch da runter, wenn du das machst, denn du. Warum bist du so langsam? Nein, tut mir leid. Es war so knapp. Oh mein Gott, ich fühle mich jetzt richtig. Oh, tut mir leid. Wir konnten den Hof nahen. Nein, nicht nochmal. Wir konnten den Hof nahen nicht retten. Sorry dafür. Was mache ich jetzt noch 2 Minuten? Na, ich könnte die Münzen holen, die Kuschel dir angucken. Und das losmachen. Kriege ich die Folge auch voll. So, Glückslose. Was kriegen wir? Kuscheltier. Bin ich zufrieden mit. Wir haben ein Kuscheltier gewonnen. Und wie heißt es? Es heißt Plick. Gehen wir doch gleich mal zu Plick. Wir haben ja schon voll viele Looms und Kuscheltiere und so weiter. Sammeln wir doch gleich mal alles ein, würde ich sagen. Die Münze, den Lum, die Münze, den Lum und die Münze. Die Schweine, die Geister, die Toast, die Ballons, die Robos und die Frösche. Wovon mir jedes einzelne Kuscheltier Angst macht. Back to Origins. Wie gesagt, falls einer nochmal fragt, werde ich auch die Origins Level zeigen. Nein, weil ich davon schon ein komplettes Let's Play hochgeladen habe. Die letzten 10 Folgen davon noch mit Facecam. Link dazu befindet sich in der Beschreibung. So, wir haben einen neuen Helden. Yay, mein Lieblings, mein allerlieblingster Lieblings-Rayman. Raibox. Rayman wollte einst seinem Freund einen Streich spielen und bat Voodoo-Mama, ihn in Globox zu verwandeln. Leider hat er vergessen zu fragen, wie man den Zauber wieder rückgängig macht. Egal, es ist mein Lieblings-Rayman, weil er blau ist. Yay, den werden wir ab jetzt von verwenden. Dann haben wir nächste Folge schon mal einen Rayman-Skin, auf den wir uns freuen können, auf den ihr euch freuen könnt, auf den ich mich freuen kann. Dann würde ich sagen, bedanke mich an der Stelle herzlich fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gut gefallen hat, gebt doch mal einen Daumen nach oben. Oder lasst mal... Oh, da kann man by the way auch unsere Genialitätsstufe sehen. Jetzt komm, mach mal... Ich habe ja damals schon in die Statistiken reingeguckt, weil... damals, wo das Spiel ganz neu war. Und hier kann man jetzt schon sehen, dass sich ein bisschen was getan hat. Ich bin ungefähr Rang 20.000 von ganzer Welt. Guck mal, wie viel gibt's? Zeig gerade nochmal. Nein, ich weiß, dass ich keine Freunde habe. Ich bin Gamer. Was erwartest du? Hier Statistiken. Pokalrangfolge 18.738 von 27.000. Ja, ich suche jetzt auch nicht so wie manch andere. Also ich spiele das ja eigentlich wirklich nur zum Let's Play. Im Privat spiele ich das gar nicht. Und ja, deswegen fühle ich das eigentlich ganz nett. Deswegen mache ich auch... Soll ich mal, komm, eine Challenge zeige ich jetzt mal. Komm, die Folge heute kommt schon später, dann kann die auch ein bisschen länger gehen.
So, machen wir doch gerade mal die tägliche Herausforderung hier, weil das habe ich auch bei der Rayman Legends Challenge App ziemlich viel gemacht. Ja, möchte ich einfach mal so zeigen, wie ihn das so läuft. Also jetzt ist hier jetzt zum Beispiel das Land der wandelnden See und so weiter. Ich weiß nicht, man muss halt so weit kommen, wie man kann. Hier kann man schon sehen, das sind jetzt aktuell die 4 schlechtesten Ergebnisse. Oder halt die 4 ersten. Und ja, ich probiere jetzt gerade mal so weit wie möglich zu kommen. Hier gibt es auch die Geister von anderen, dass man sich ungefähr messen kann. Aber hier ist es halt darüber, dass man so weit kommt wie möglich. Woran ich jetzt gerade schon fast gescheitert wäre. Es gibt auch noch die Aufgabe, dass man die Looms einsammeln muss. Dann, dass man die Looms so schnell wie möglich einsammeln muss. Dass man so, dass man eine bestimmte Strecke in der Zeit erreicht, dass man so lange wie möglich überlebt. Aber das fand ich eigentlich immer ziemlich interessant. Also das Konzept allgemein von dem, von der Challenge, dass du dich halt mit den anderen messen kannst. Fand ich auch auf der Wii U ziemlich geil, habe ich auch ziemlich oft gemacht, hat wo ich noch kein originales Rayman Legends hatte. Da haben wir zum Beispiel 200 Meter geschafft und haben dann damit die 3 besiegt, oder die 2, ne? Ja, ich zeige gerade mal die wöchentliche Herausforderung. Können wir auch gerade mal ein bisschen den tollen blauen Globox-Skin benutzen. Und das ist neu, so ein Ranking hier. Das habe ich noch nicht gesehen, das ist neu. Man sieht, wir sind weit unten. Aber so, also die Tabelle, die gab es bei Rayman Legends noch, bei der Wii U-Version von Rayman Legends noch nicht. So, gehen wir gerade mal in die wöchentliche. Da ist die Herausforderung auch von den wandelnden Seelen und da müssen wir jetzt, was müssen wir da machen? Oh, die läuft noch 68 Stunden. Stimmt, heute ist ja Freitag, Wochenende, yeah, zocken. Ja. Hier müssen wir so schnell wie möglich 300 Meter erreichen. Das sehen wir haben eine Zeitanzeige und die Meteranzeige. Ach stimmt, dadurch wurden wir ein bisschen schneller. Darf ich jetzt nicht vergessen, das wieder zu machen. Wie gesagt, wie immer heißt es so wenig möglich fliegen, weil fliegen macht einen... Oh, warte, was war das jetzt? Ach so, ich bin an der Wand gelaufen. Okay. Das sieht jetzt schon mal nach einem sehr schlechten Ergebnis aus. Nach einem sehr, sehr schlechten Ergebnis. Obwohl, ich überhole gerade schon mal ein paar, die irgendwie nichts können da hinten. So, oh mein Gott, jetzt muss ich fliegen, weil fliegen ist eigentlich in den Sachen immer doof, weil du fliegen wirst du langsamer. So, jetzt können wir gerade mal gucken, wie weit ich denn war. Da, guck, jetzt habe ich schon Bronze-Pokal gewonnen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel von den anderen überholt werde, kann sein, dass die mir den Bronze-Pokal-Stand ja da gerade auch schon wieder abnehmen. Das ist wohl eine ziemlich coole Sache, war das denn das für ein Skin da vorne? Da gibt noch geile Skins später, kann das? Ja, egal. Auf jeden Fall würde ich sagen, ja, eigentlich der Rivalen du mich auch schon. Da kann man auch die Geister auseinanderschauen, wenn das einen nervt oder wenn da der PC leckt. Gibt's ja auch manchmal. Aber dann würde ich sagen, war es das jetzt. Hat auch mal ein bisschen die Herausforderung gezeigt und die Folge ein bisschen länger gemacht, ne? Auch wenn es nur ein bisschen war, da. Dann sieht man, wie viel man braucht für Silber, für Gold und das da oben ist dann halt wirklich die absoluten Pros, ne? Ich glaube, ich hatte einmal Gold bei der Wii U. Einmal. Dann gibt es auch die Extremherausforderung, die halt extrem schwer sind, aber da sieht man schon, da braucht man eine ziemlich hohe Genialitätsstufe. Hier in dem Fall 7. Und da in dem Fall, ja gut, 5, die habe ich ja bald. Aber naja, das war's jetzt wirklich mit Rayman Legends. Nur nochmal die Herausforderung hier gezeigt. Rayman Origins habe ich ja, glaube ich, schon mal gezeigt. Und den Multiplayer auch. Das war, glaube ich, alles in der ersten Folge, die ihr auch verlinkt in der Beschreibung findet. Der Banner bedanke ich mich an der Stelle fürs Zuschauen. Wenn es euch gut gefallen hat, gebt mal einen Daumen nach hoch oder lasst einen Kommentar da. Und wenn es euch nicht gut gefallen hat, dann auch gerne einen Daumen nach unten, aber dann am besten noch mit Begründung. Wenn ihr, wie gesagt, die Playlist oder die erste Folge finden wollt, dann guckt am besten in die Beschreibung. Da ist nämlich alles verlinkt, was das Herz begehrt. Dann würde ich sagen, bedanke ich mich herzlich fürs Zuschauen. Wünsche noch einen wunderschönen Tag und seid dann einfach mal ciao, rennt und das gleich mal weg, dass es vielleicht noch ein bisschen pünktlich kommt. Und ja, dann tschüss. Wo ist denn jetzt die Aufnahmestopptaste da? Ciao.